Hallo, mein Name ist Lilia Glamotak, bin Obuslenkerin aus Leidenschaft, bin seit 10 Jahren beim Salzburger AG tätig. Lilia, bist du Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteher. Was brauchst du unbedingt vor Arbeitsbeginn? Einen Kaffee. Was bringt dich bei der Arbeit zum Lachen? Verschiedene Menschen auf der Straße. Worin bist du richtig gut? Obusfahren. Wer ist dein liebster Fahrgast? Schulkinder. Wenn Lilia ihren Dienst antritt, schaut sie erst am Dienstplan, welchen Bus sie fährt. Und dann gehe ich einfach zu meinem Bus, mache eine Sichtkontrolle. Und melde mich dann an auf die Linie und Kurs. Und so geht's dann los. Lilia liebt es, mit dem 18 Meter langen Bus durch Salzburg an den schönsten Sehenswürdigkeiten vorbeizufahren. Sie selbst fährt am liebsten in der Frühschicht. Es ist für jeden etwas dabei. Wenn einer nicht früh aufstehen möchte, dann kann er auch sich für Spätturnus entscheiden. Wer als Obuslenkerin oder Lenker arbeiten möchte und noch keinen Führerschein der Klasse D hat, kann diesen hier in der Ausbildung erwerben. Ich habe mich vorher nicht in der Stadt auskennt. Und durch das habe ich alle Straßen in der Stadt lernen müssen. Aber ich habe das geschafft. Wir haben gute Fahrlehrer und Ausbildner. Sie machen das super perfekt. Aber auch nach den ersten Schulungen werden die Obuslenkerinnen und Lenker nicht alleine gelassen. Ja, die Schulungen sind ja nur die Grundvoraussetzung, die man braucht, dass man es draußen leicht hat, dass man das Ganze erlernt. Weiters gibt es bei uns ja 5 Verkehrsmeister. Unsere ganze Fahrpersonal ist in Gruppen aufgeteilt. Von den 5 Verkehrsmeistern werden alle Fahrerinnen und Fahrer weiter betreut, wenn es Probleme gibt. Egal welcher Art, kann man zu seinem Verkehrsmeister gehen, mit dem das besprechen. Auch Weiterbildungen und Workshops, zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich, werden regelmäßig angeboten. Vor 2 Jahren haben wir da eben einen Physiotherapeuten bei uns gehabt, der eben den ganzen Vorpersonal dann gezeigt hat, was man machen kann, um seinen Körper fit zu halten und auch mit dem Rücken und Sitzen, dass das alles ein bisschen leichter geht, dass man keine Spätfolgen dadurch erleidet. Für mich ist Obusfahren etwas ganz Besonderes, weil ich bin an meinem Arbeitsplatz und doch draußen. Ich erlebe, ob es regnet, ob es sonnig ist oder wie ich sehe, Blumen, Vögelchen oder was auch immer. Ich kann mir keinen Job vorstellen, wo ich nur im Büro sitzen muss. Wenn Sie sich für einen Job als Obuslenkerin oder Lenker interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.